Teufel, aber er will dem Islam hier in Deutschland schaden. Das ist Saeed Ali Khan. Der Produzent des Filmes ist in den USA verhaftet worden. Aber der Autor des Buches und des Filmes, der lebt hier in Deutschland. Und das wissen die wenigsten. Und ich mache jetzt darauf aufmerksam, dass dieses Buch endlich verboten wird und dieser Film auch in Deutschland verboten wird. Wie die Karikaturen in Dänemark verboten worden sind, so muss das Buch auch hier verboten werden. Ja? Und die Karikaturen übrigens, die in Dänemark verboten worden sind, die sind in Deutschland nie verboten worden, ja? Sondern der Mann, der Karikaturen gezeichnet hat, der hat noch eine Aufmerksamkeit dafür bekommen. Kann ja alle merken. Das müssen wir uns dann sehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich schon in 2 Wochen. Ja. Assalamu alaikum. Wer noch Fragen hat, gerne hier nach vorne kommen. Dieses Buch gibt es bei www.kahnverlag.de. Da ist dieser Mann auch mit Foto drin. Wer wissen will, wie der Teufel aussieht, der kann seine Internetseite sehen. kahnverlag.de. Der größte Teufel in der Welt. Jeder Text, also so viel, das ist dann nicht der deutsche Verlag. So viel. Und so die Distanz, so das Leid. Ist ja so viel einfach. Irgendwie war irgendwann das so aus. Inshallah. Assalamu alaikum. Wenn er Fragen hat, gerne hierher kommen. So, Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer. Ich muss jetzt offiziell diese Kundgebung für heute beenden, aber inshallah bin ich in 2 Wochen wieder da und ich protestiere gegen das Buch Die Verbrechen des Propheten Mohammed. Astaghfirullah. Ich bin dafür, dass es keine Islamhetze hier in Deutschland geben darf. Islam ist eine friedliche Religion und ist das letzte Wort von Allah. Alhamdulillah und Prophet Mohammed war der letzte und der beste Prophet, das Siegel aller Propheten. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.